So, noch ein Versuch mit den Acrylfarben und diesem Flüssigmedium. Ich habe jetzt hier schon Farben angemischt. Ich habe mir den Keilrahmen mit weißer Acrylfarbe so leicht grundiert. Ist noch feucht, auch wieder verdünnt mit Wasser. Ich wollte so etwa eine etwas angefeuchtete Untergrundfläche, damit ich eventuell die Farben, die ich da drauf kippe, besser verteilen kann, dass schon ein bisschen bessere Fließfähigkeit da ist. Und ich mache jetzt noch was anderes, nicht dieses Becher drüber stülpen, sondern jetzt dieses flüssige Zeug da drauf kippen direkt und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und ich habe jetzt von dem Fluidmedium deutlich mehr genommen. Also der Wasseranteil ist jetzt eigentlich geringer in den Farben, dafür ist der Anteil von dem Transparentlack und dem höher. Vielleicht macht das ja auch noch einen Unterschied. Sind alle wieder nicht ganz gleichmäßig, weil ich immer nach Gefühl gemacht habe. Könnt ihr eigentlich alles gut sehen? So noch ein bisschen besser. Und jetzt kippe ich mal. Hier ist aus Versehen schon was draufgekommen, aber das nicht so schlimm. Blau. Nehme ich ein bisschen Rot. Nehme ich ein bisschen Blau. Ein bisschen Schwarz habe ich auch, was jetzt auch durch das Wasser wieder so ein bisschen grau eigentlich geworden ist. Nochmal weiß. Oh, das ist sehr flüssig. Ja, ich finde das sehr schwierig, auch mit der Anordnung der Farben dann. Also man weiß ja nie, wie es wird, aber dass man die richtigen Farben auswählt zum Mischen. Und hier habe ich noch ein bisschen Weiß, da habe ich Perfect Pearls, dieses Metallic Pigmentpulver in Gold reingetan, weil ich dachte, vielleicht kriege ich irgendwie einen Schimmer. Aber, also vielleicht sieht man es, wenn es getrocknet ist, aber so. Man sieht, es ist ein bisschen ein anderer Farbton. Aber ob es dann auch wirklich schimmert, sieht man wahrscheinlich erst später, wenn es getrocknet ist. So, jetzt ist Weiß schon leer. Ich mache die restlichen Farben jetzt einfach noch drauf. Wollte eigentlich ein bisschen mehr Weiß. Kommt noch Schwarz? Ja. Ein kleines bisschen Blau habe ich. Also ich habe schon ein paar Videos gesehen von Leuten, die das so machen und habe gedacht, ja, sieht ja recht easy aus. Aber wenn man es dann selber macht, ist es doch nicht immer so einfach.
das irgendwie harmonisch hinzubekommen. Jetzt nehme ich mir meinen Föhn. Jetzt wird es ein bisschen laut. Mein Heißluftföhn. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man so auf so kleinem Raum arbeitet. Jetzt puste ich das mal an, mal gucken, was passiert. Oh, gar nicht so viel. Weil da nicht so viel Puste rauskommt. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen mehr verschieben. Aber ein paar Zellen bilden sich. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass es wirklich mehr Weiß gibt. Jedes Wischen an den Kanten mache ich, damit die Farbe auch über die Kanten runterläuft und es nicht so abgehackt aussieht. Ja, ich will eigentlich noch ein bisschen mehr Weiß. Ist mir zu bunt. Hoffentlich ruiniere ich es jetzt nicht, aber dann, ja, das gehört halt zum Lernprozess. So, die Zellen, die vorhin schon da waren, die gehen jetzt, glaube ich, wieder weg. Ich glaube, da muss man ein anderes Silikon nehmen. Schieben wir das mal noch ein bisschen. Ein Strohhalm wäre jetzt super. Da habe ich gesehen, da hat eine ganz tolle Sachen gemacht mit Strohhalm. Ich habe keinen Strohhalm hier.
Gut. Ja, aber jetzt ist mehr weiß. Also das Video geht jetzt auch wieder so knapp 11, 12 Minuten. Das heißt, dass sowas eigentlich relativ schnell fertig ist. Das Farben anmischen dauert halt ein bisschen, bis man so die Konsistenz hat und dass es so fließfähig ist. Und das Trocknen dauert ganz lange. Also gestern habe ich die ersten zwei Bilder gemacht. Die Videos, kann sein, dass die jetzt schon online sind. Bin gerade dabei, die hochzuladen. Und die sind noch nicht, also die Bilder, die ich da gemacht habe, die sind jetzt noch nicht trocken. Die hängen jetzt, die sind angetrocknet und die hängen jetzt hier an der Wand zum Fertigtrocknen. Also es ist so weit getrocknet, dass es nicht mehr fließt auf dem Bild, weil sonst könnte man die nicht an die Wand hängen. Das sind jetzt einfach noch oberflächliche feuchte Stellen und dann fließt das Muster nicht mehr. So. Ja, ich glaube, von dem Weiß mit dem goldenen Pulver ist eigentlich nichts mehr auf dem Bild, aber das ist halt so. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal trocknen lassen und dann gucken, wie es hinterher aussieht. Das war der nächste Versuch, eben ohne die Becher so über das Bild zu kippen mit allen Farben drin. Da war ich jetzt auch wieder, hatte ich zu viel Farbe, glaube ich. Also ich hätte von dem Pink und dem Blau weniger nehmen sollen, weil ich wollte ja mehr Weiß. Aber gut, das kommt dann mit der Zeit. Wenn ich das nochmal wiederhole, dann weiß ich, vom Verhältnis her muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und auch wie hier sieht man wieder, dass das Schwarz eigentlich ziemlich deutlich rauskommt, obwohl ich jetzt gar nicht so viel benutzt habe. Schon interessant. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Ciao.